Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die Modded. Jo, ich habe ein bisschen weitergemacht, ihr seht, ein bisschen Zeit ist vergangen, ihr seht, ich habe die Knochen gebrochen, gerade eben mal wieder. Ja, soll ich sagen, wieder einmal verkehrt runtergesprungen, beziehungsweise nicht richtig abgesprungen. Da war es geschehen. Naja, komm her. Ja, genau. Game Stage 483. Respekt, also fast 500. Könnte. Wo bist du denn jetzt hergekommen, Alter? Könnte eine interessante Horde werden. Na, Pech haben. Kommen wir sogar noch auf die 500. Schon wieder höre, wie lange da einer über die Spikes rumkriecht, ne? Wo bist du, Junge? Also wenn sie tot sind, fallen sie runter. Aber sind weg. Das sag ich ja. Kein Goreblock. Ach doch, hier oben. Schwebend. Auch nicht schlecht. Naja, wir müssen es mal abwarten. So. Ach so, wir haben noch gar keine Steine drin, ey. Nee, ist klar, in der Nacht ist heiß. Tagsüber, wenn die Sonne da ist, friert er. Also. Das ignoriere ich jetzt einfach immer getrost. Das geht mir nämlich tierisch auf für Eier. Zack. Glück haben wir das gleich geschafft hier, echt. Mein Gott, ey. Blind? Da. Bin blind. Läuft, 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 läuft. Sehr schön. Mein Gott, das ist auch so eine Sache, ey. Kaum liegt da irgendein Scheiß. So hügelig hier. Thank you.
Was stimmt denn hier nicht? Genau, und dann ist es weg, oder was? Na, 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 na. Nicht aufregen. Es ist ganz normal, dass alles krumm und schief ist. So, Flex Tony. Und zwar. Nee. Der. Der. Oh Mann, ich hasse es, wenn das verkackte Inventar jedes Mal voll ist. Und das nur, weil du ein verkackten Dinge da weggemacht hast. Da kriegst du fünf Sachen hier ins Inventar. Da kriegst du Erde ins Inventar, Gras und noch hier so ein Kackzeug oder was. Also. Meine Fresse, ey. Unglaublich. Guck dir das an hier. Da ist er erst. Also kriege ich mal das Gras auch weg, oder? Gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall eine schöne Kante. Da kann ich mit leben. Ja. Also nicht so eben, wie es ausschaut, ne? Ein bisschen ärgerlich. Vor allen Dingen hier jetzt gleich. Ich muss das jetzt mal eben hier auf eine Höhe alles ziehen. Den am besten bis da auf eine Höhe. Das wird wieder eine knappe Kiste, ey. Wie immer bei mir, ne, Leute? Das ist unglaublich. Ich glaube, ich könnte direkt nach der Horde anfangen, schon mal für die nächste Horde zu bauen. Dann würde ich es trotzdem nicht schaffen. Irgendwas ist immer. Ja, der war schon zu viel. Und die wahrscheinlich auch zu viel. Das Problem ist, wenn ich da nämlich gleich die Hotspikes hinsetze, die ziehen ziemlich nicht gerade.
Und dann hast du wieder die Probleme, sobald da einer weg ist, dann ist es wieder ein bisschen uneben und schon knallen die Zombies sich da irgendwie weg. Ja, das ist wieder so ein Scheiß. Ja, da muss ich echt mal nachgucken. Darf ich nicht vergessen, ey. Ob man da irgendwie... Aber ich wüsste auch nicht wie. Da müsste man ja irgendwie dem... wie heißt diesen Landwirtschaft oder irgendeine... Man könnte ja auch einen Spaten machen sozusagen. Irgendwie die Eigenschaften geben, dass er einen Woodframe setzt und aufhebt. Das weiß ich nicht, ob das so einfach geht. Damit der halt mal ein bisschen was gerade ziehen kann. Ich meine, das ist ja hier noch kleiner Stil, den wir gerade machen. Also. Das wird ja später noch ein bisschen schlimmer werden. Schon, oder? Ja, ist doch klar. Hau doch erstmal das Gras weg. Na, wenn du es weggeschüpft hast, dann ist gut, ne? Du brauchst eigentlich nicht mehr nachziehen. Besser wäre hier noch ein raus, ey. Weil da ist eh schon die Kante. Machen wir auch, komm. Zack. So, perfekt. Zack, 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 zack. Ja. Das sieht ganz gut aus eigentlich. Hier sieht es noch ein bisschen komisch aus. Ach ja, komm, dann ziehen wir sie nochmal eben lang. Im Idealfall hätten wir es halt nochmal ausgeschüppt und da Blöcke auch reingesetzt, aber. Also da haben wir gar keine. Ja, hier ist ja total für den Arsch. Oh, die ganze Seite ist auch für den Arsch. Das Ganze kriege ich nicht mehr hin. Das schaffe ich nicht mehr von der Zeit her. Deswegen ziehe ich die Ecke noch ein bisschen. So. Meine Fresse, das nervt mich noch. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, jedes Mal auf den scheiß Grasbüschel erstmal draufhaut. Dann komme ich immer noch eine Line hier. Was ist jetzt? Keine Energizer. Wenigstens, dass es ein bisschen die Ecke hier noch ein bisschen
Du fehlst mir jetzt auch noch. No, geh einfach irgendwo kaputt und lass uns in Ruhe hier. Ist keine Zeit für irgendwelche Sprenzkes. Uhr. Ja, muss ich die Spikes jetzt eben noch. Schon mal hinballern, die wahrscheinlich auch gar nicht reichen werden. Ich hätte gern zwei Reihen gehabt, da wird wohl bei einer bleiben. Na, wir schauen mal. Na, und ich muss auch noch die ganzen Dinger, genau, ey. Mann, du. Die ganzen Dinger müssen doch noch drauf hier. Na, das ist hier richtig scheiße mit der Kante. Da jetzt noch was nachzubessern. Und warum ist hier die ganze Zeit das verkackte Fenster von meinem Timer an? Oh, es geht schon los mit dem Gewitter. Gewitter? Wo? In Bochum. Ja, für alle, die es nicht kennen, hat mich jetzt bekloppt, aber die, die es kennen, die wissen, wovon ich rede. So, natürlich kann ich da jetzt nichts setzen, weil das dumme Kackstück da rumliegt. Die sind auch noch niemals aufgewertet. Das hätten wir vielleicht mal als erstes machen sollen. Ich sag ja wieder Arsch auf knapp hier alles. Ja, man unterschätzt das immer, ne? Wie lange sowas dauert alles. Gerade auch hier so die Gebiete ein bisschen flatten. Das unterschätzt man echt. Komm, wir ziehen es hier so durch. Ja, wie gesagt, ich werde die jetzt nicht aufwerten. Das ist einfach mal zum Testen. Aufwerten kann ich sie dann immer noch. Wenn sich das bewähren sollte. Ich denke, hier bei den Spitzen, die andersrum sind, wird das wahrscheinlich voll in die Hose gehen. Also die mit der Spitze nach oben sind. Aber wir werden es sehen. Meine Fresse, mach den doch dahin, wo ich dir sage, ey. Etwas. Meine Fresse, also ganz ehrlich. Es geht schon wieder los. Guckt euch diese. Ja, auch das mache ich nur an zwei Seiten hier. Einfach auch nochmal zum Testen, ob die Zombies da irgendwie dumm hängen bleiben. Was durchaus passieren kann.
Das dann einfach halt ein bisschen Zeit verschaffen würde. So. Naja, irgendwas ist immer, ne? Wir haben 10 Grad draußen, Alter. Da fängst du an und bist am Heulen wie ein Mädchen. Da laufe ich noch in kurzer Hose und T-Shirt rum. Da ist er am Heulen. Unglaublich, ey. So ein Weichei, der Kerl. Ja, sehr ärgerlich, dass wir nur eine Reihe Holzbikes haben, aber... Ja, selbst damit wird es bei Weitem nicht reichen. Gut, ich würde ganz gerne die da noch eben aufwerten. Ach ja, das war auch so klar. Ja, mach doch. Was ist dein fucking Problem? Gleich bin ich wieder so weit, Leute. Viel fehlt nicht mehr. So, da auch noch nicht. Ich dachte, das hätten wir schon alles fertig gehabt. Alles nur von einer Seite irgendwie, ne? Ja, nun haben wir es aber. Jo, ich bin sehr gespannt, was hier passieren wird. So, scrap, scrap, scrap it. Gleich hier gleich direkt wieder umwandeln den ganzen Scheiß. Ja, da können wir eigentlich mal hier lassen. Stein nehmen wir mit rein. Können wir eigentlich auch hier lassen. Kuppelstone, ich nehme ein paar mit. Steckt. Biotika ist nicht zu verachten, das kann auch direkt weg. Komm, sammeln wir den Scheiß auch noch hier. 10 Knochen ist auch nicht so uninteressant. Hä? Grazy, was habe ich da gemacht? Forest. Müsste oben eigentlich noch eine haben, glaube ich. Komm, ich nehme sie erstmal mit. Das kannst du schon mal reparieren. Das tauchen wir weg. Das bringe ich noch eben rüber.
Boah, wir sind so gar nicht vorbereitet. Das könnte jetzt richtig hier in die Hose gehen, ey. Junge, Junge, jetzt komme ich natürlich auch wieder nicht rein, ohne dass ich hier in diese verkackten Spikes hüpfe. Das ist auch so lächerlich. Ich nagel einfach mal hier irgendwie drei pro Seite dran. Dass ihr vielleicht auch ein bisschen mehr seht. Wir vielleicht auch. Warum machst du es denn jetzt nicht? Junge, Junge, ey. Einmal kannst du 20 Meter weit wegstehen. Ein andermal kackt er sich ein, wenn du genau da dran stehst. Gut, Leute. Bedanke mich fürs Zusehen. Ein bisschen kürzere Folge mal. Nächste Folge gibt's den Hordenfight. Falls zum Fight kommt. Bis dann. Ciao.